Dann sind wir beim heutigen Thema. Das ist überschrieben mit Sankhara, ein Pali-Wort, das natürlich erklärt wird. Ich will damit versuchen, ein existenzielles Ereignis, eine existenzielle Gegebenheit mal näher zu beschreiben. Das Wort Sankhara haben wir vermutlich schon öfter mal gehört. Wir verbinden unsere Verständnisse, unsere Assoziationen damit. Aber es ist sinnvoll, dieser Sache mal näher nachzugehen. Und ich will heute mal gucken, ob wir dieses Verständnis überprüfen können und im Zweifel auch erweitern oder vertiefen können. Wenn man diesem Wort begegnet, Sankhara, dann meistens im Zusammenhang mit den fünf Daseinsfaktoren. Nicht? Die fünf Daseinsfaktoren ist ja das, was die Essenz ist von dem, was wir als Ich und Welt verstehen. In diesen fünf Begriffen, Form, Gefühl, Wahrnehmung, Aktivität und Dynamik, ist all das drin enthalten, was die empirische Wirklichkeit ausmacht. Und bei den Fünfen taucht ja Sankhara an der vierten Stelle auf. Und da wird immer gesagt, das ist Aktivität. Also das, was an Tätigkeit, an Wirkung von uns ausgeht. Wir erleben permanent bestimmte Dinge und reagieren auf diese Erlebnisse. Es kommt etwas an uns heran, scheinbar von außen. Und wir geben eine Antwort darauf, indem wir das Erlebte kommentieren, indem wir etwas wollen, anstreben, ja, im Auge haben, Absichten damit verbinden. Das ist das Grundverständnis von Sankhara, so wird es meistens gebraucht. Stichwort Wollen, Absicht und daraus sich ergebende Aktivität, Tätigkeit. Wenn man ein bisschen näher hinguckt, wird man feststellen, dass der Buddha sehr viel differenzierter dieses Thema angegangen ist und sehr unterschiedliche Aussagen gemacht hat. Und die will ich versuchen, heute in ein Gesamtbild zu bringen, damit man sowas wie eine Übersicht hat. Und ich tue das anhand von konkreten, kurzen Aussagen des Buddha selbst, die ich nach meiner euch bekannten Art kommentieren will. Das ist Thema heute. Erste Aussage stammt nun nicht von dem Buddha selbst, macht aber nichts. Da ist ein Laienanhänger, Visakho heißt der, und der ist im Gespräch mit einer Nonne, die heißt Dhammadina. In Klammern, das war seine frühere Ehefrau. Und die sagt ihm jetzt sozusagen, wo es lang geht. Und er spricht mit ihr über ganz unterschiedliche Dinge, und unter anderem kommt auch diese Frage jetzt vor. Er sagt, was sind denn ehrwürdige Gestaltungen? Und die Antwort ist, es gibt drei Gestaltungen: körperliche Gestaltung, sprachliche Gestaltung, Herzgestaltung. Und das sind immer Sankhara. Ja? Was ist denn körperliche Gestaltung, sprachliche Gestaltung, Herzgestaltung, Ehrwürdige? Ein- und Ausatmung ist körperliche Gestaltung. Denken und Sinnen ist sprachliche Gestaltung. Wahrnehmung und Gefühl ist Herzgestaltung. Wieso ist Ein- und Ausatmung körperliche Gestaltung, Denken und Sinnen sprachliche Gestaltung, Wahrnehmung und Gefühl Herzgestaltung, Ehrwürdige? Ein- und Ausatmung ist körperlich, körpergebunden. Deshalb ist Ein- und Ausatmung körperliche Gestaltung. Was man vorher bedacht und gesonnen hat, das sondert man danach als Sprache ab. Deshalb ist Bedenken und Sinnen sprachliche Gestaltung. Wahrnehmung und Gefühl sind gemüthaft, herzgebunden. Deshalb sind Wahrnehmung und Gefühl Herzgestaltung. Eine einfache Frage und eine einfache Antwort. Aber vielleicht kann man sie trotzdem noch ein bisschen näher kommentieren, damit man sich was darunter vorzustellen hat. Die erste Feststellung ist, dass dieser einfache Begriff Sankhara, Gestaltungen, sich aufspaltet, auffächert in drei sehr unterschiedliche Erscheinungsweisen.
nämlich Bewegtheit des Körpers, der Sprache bzw. des Geistes und des Herzens. Im Übrigen ist da ein deutlicher Anklang an die westliche Auffassung, an die abendländische Auffassung von Körper, Seele, Geist. Das schwingt da deutlich mit. Was heißt das im Einzelnen? Da ist zunächst gesprochen von Gestaltung des Körpers, in Pali Kaya Sankaro. Und es ist definiert als Ein- und Ausatmung. Man muss aber wissen, dass Ein- und Ausatmung stellvertretend steht für alle biologischen, organischen, körperlichen Prozesse. Und das sind immer Ernährungsprozesse. Immer Prozesse des Aufnehmens, des Verdauens und des Ausscheidens. Und die Hauptnahrung, das vergessen wir immer sehr leicht, die Hauptnahrung ist immer die Ernährung durch die Atemluft, Ein- und Ausatmung. Und deshalb steht für die körperliche Gestaltung sozusagen stellvertretend Ein- und Ausatmung. Aber wie gesagt, Körpergestaltung meint alles an körperlichen Prozessen, auch etwa Kreislauf, wo über das Blut der Körper dann mit Sauerstoff ernährt oder versorgt wird. Es gehört auch dazu, die nervlichen Aktivitäten, die unseren Körper steuern, es gehören auch hormonelle Abläufe dazu. Und, wenn man so will, alle vegetativen Vorgänge, die überhaupt zum Körperlichen gehören. All das zusammen. Und das sind die Bewegtheiten, die uns irgendwie materiell stofflich erscheinen und die das Körperbild, die Körpererscheinung aufrechterhalten, mit der wir uns ja sehr gerne identifizieren, wo wir dann sagen, mein Körper oder wo wir sogar sagen, ich, Körpergestaltung. Zweitens ist die Gestaltung von Sprache Vachi Sankara, definiert als Denken und Sinnen. Und hier begegnen uns zwei alternative oder zwei grundlegende geistige Aktivitäten, Denkformen. Die eine ist eher grob, oberflächlich. Das ist die Art von Denken, wo man versucht, die Vielfalt der Welt in eine bestimmte Ordnung zu bringen, wo man Zusammenhänge sieht, nicht? Wo man die Einzelheiten zu einem Ganzen zusammenfügt, wo man den Namen gibt, wo man auch bewertet, was ist richtig, was ist falsch, was soll ich anstreben, was soll ich nicht anstreben. Also die unmittelbare Auseinandersetzung mit den erlebten Dingen in unserem Geist. Vitaka heißt es in Pali. Und dann gibt es eine zweite, sozusagen subtilere Form des Denkens. Wenn die Entscheidungen schon mal getroffen sind, wenn man ein Ordnungssystem schon mal im Geist hat, dass man das vertieft, dass man sich sozusagen immer wieder geistig damit auseinandersetzt, dass man die Dinge betrachtet, dass man das Verhältnis zu den Dingen ja, festigt, dass man die Willensentscheidungen, die man getroffen hat, immer mal vor seinem geistigen Auge wiederholt und sozusagen in Fleisch und Blut übergehen lässt. Das ist, wenn man so will, die Ausrichtung der Person, der Bezug der Person zu einer Sache, zu einer Situation. Das ist die Herausbildung unserer Gemütseinstellung, unserer Motivation. In einem Satz nochmal formuliert, Vitaka Vichara ist die denkerische Auseinandersetzung, die geistige Auseinandersetzung mit dem, was man erlebt, was so ständig auf uns zukommt. Und der Buddha nennt es Vachi Sankara, Sprache. Was hat Denken mit Sprechen zu tun? Im Grunde sehr viel, weil diese Art von Denken ja nichts anderes ist als inneres Sprechen. Wir sprechen mit uns selbst. Wir hören uns zu, wenn wir sprechen. Und diese Art von Aktivität hat auch Folgen, hat auch karmische Folgen. Das Sprechen innen mit uns hat auch innere Folgen, weil über diese Art von Denken, über dieses innere Sprechen, wir unseren eigenen Charakter großziehen. Wir bilden uns mit all dem, was wir wollen, was wir beabsichtigen, so heran. Wir bilden unseren inneren Haushalt. Technisch gesprochen, wir erzeugen mit dieser Art von Denken, was wir Gier, Hass und Blendung nennen. Wenn wir von Dingen angezogen sind,
gern über sie nachdenken, dann ist unsere Neigung zu dieser Sache entsprechend vergrößert. Wirke nach innen mit entsprechenden Folgen im Inneren. Gestaltung des Herzens ist das, was der Buddha als drittes nennt, Citta Sankhara. Das ist definiert mit Gefühl und Wahrnehmung. Das, was wir normalerweise einer äußeren Welt zuschreiben, wird hier dem Inneren zugeschrieben, dem eigenen Herzen zugeschrieben, dem Citta zugeschrieben. Und was kommt aus diesem Citta, aus diesem Herzen ständig hervor? Es sind immer zwei Dinge. Einmal innere Empfindungen, Gefühle, sprich angenehm, unangenehm, und die entsprechenden Bilder dazu. Das heißt, die äußeren Objekte der Welt. Das ist, was uns dauernd vor Augen tritt. Irgendwas, irgendein Ereignis, eine Sache, ein Ding, ein Mensch, Person, was auch immer. Im Erleben, kommentiert mit den entsprechenden Gefühlen dazu. Das gefällt mir nicht. Das mag ich nicht. Und hier ist das Bemerkenswerte bei diesem existenziellen Vorgang, dass aus etwas Unsichtbarem, Uneinsehbarem etwas Sichtbares, Erlebbares hervorgeht. Dass die Reaktionen, die in unserem Geiste dann stattfinden, gespeist sind von Dingen, die wir normalerweise nicht im Auge haben, die sich in unserem Unterbewussten abspielen. Alle diese drei sind, und da muss man sich das wirklich vor Augen halten, Bewegtheiten. Paul Debes hat diese Sankhara Bewegtheiten genannt. Und zwar deshalb, weil ihre Dynamik deutlich gemacht werden soll. All das, was uns begegnet, sind nie feste Gegenstände, sind nie stabile Verhältnisse, sind nie Dinge, sondern all das, was uns begegnet, ist immer nur, was sich bewegt. Die Dinge sind gar nicht, sie sind nie, sie ereignen sich höchstens, sie strömen an uns heran und strömen wieder von uns weg. Es gibt nie einen wirklichen Fixpunkt, wo man sagen könnte, das ist. Man kann auch sagen, sie funktionieren wie von alleine. Betrachten wir unseren Körper. Da kann man manches mit ihm machen, aber das meiste passiert von alleine. Das Herz macht, was es will, die Verdauung macht, was es will. Wenn es denn funktioniert, auch wenn es schlecht funktioniert, es funktioniert allein. Sag doch mal deinem Herzen, bleib mal 5 Minuten stehen. Kümmert sich gar nicht drum. Ein Prozess, der angestoßen ist, seine Dynamik hat und sich fortsetzt. Dasselbe gilt für unser Denken. Sag doch deinem Kopf mal, sei doch mal still, wenigstens 5 Minuten, halt doch mal den Mund, nur 5 Minuten. Keine Chance. Es redet immer weiter. Das ist wie eine Zwangsvorstellung, die sich da abspielt. Wir können Einwände erheben, aber die werden nicht gehört. Und schließlich mit dem Erleben, das, was scheinbar von außen kommt, was aber in Wirklichkeit aus unserem Inneren kommt, aus dem Citta kommt, ist es dasselbe. Da strömt immer irgendetwas an uns heran. Wir erleben permanent etwas. Eine Szene verjagt die andere. Es ist kein Stillstand, in das System reinzubringen. Am auffälligsten ist es dann, wenn dauernd jemand etwas von uns will. Da merkt man es am deutlichsten, dass immer was passiert, was man nicht stoppen kann. Jetzt mal zur Frage der Systematik. Ich habe am Anfang gesagt, dass der Buddha mit den 5 Daseinsfaktoren alles beschreibt, was zu Ich und Welt gehört. Da fragt man sich natürlich, wenn das schon alles ist, warum kommst du dann an anderer Stelle nochmal und fängst von den Sankhara an? Das macht doch nur durcheinander. 5 kann man sich doch merken, wenn das schon komplett ist. Wenn diese 5 die Wirklichkeit komplett beschreiben, warum braucht man dann die Sankhara nochmal? Die Antwort ist ganz einfach. Bei den Sankhara geht es nicht um etwas anderes, sondern die 5 Daseinsfaktoren werden nur unter einer anderen Perspektive beschrieben. Das ist genau dasselbe. Es wird nur sozusagen ein anderer Blick, eine andere Blickrichtung darauf gelenkt. Die Daseinsfaktoren werden in Hinblick auf ihre Bewegtheit, auf ihre Dynamik untersucht. Ja. Bei den Daseinsfaktoren
könnte man so den Eindruck haben, das ist wie die Beschreibung von Einzelteilen, die, wenn man sie zusammensetzt, etwas Ganzes ausmachen. Nicht? Also nehmen wir mal Mensch, das ist so das Ganze. Und wenn man die Einzelteile, die fünf Faktoren anguckt, dann hat man sozusagen die partielle Struktur. Jeder Mensch hat was Körperliches, jeder hat Gefühle, jeder hat Wahrnehmungen, jeder ist irgendwie aktiv und das Ganze ist eine Dynamik. Nicht? Oder wenn man versucht, jetzt mal ein Bild zu gebauen, eine Stadt wie Frankfurt zu beschreiben unter dem Gesichtspunkt, welche Gebäude gibt's denn da? Nicht? Man wird nie fertig, die vielfältigen Gebäude, die es allein in Frankfurt gibt, irgendwie zu charakterisieren. Und trotzdem kann man sagen, alle Gebäude lassen sich letztendlich zurückführen auf, ich sag mal, Beton, Stahl, Metall, Glas, Kunststoff. Nicht? Also die gesamte Vielfalt lässt sich reduzieren auf diese fünf Grundbaustoffe. Und genauso ist es mit der Existenz, nicht? Die so ungeheuer vielfältig erscheint. Sie lässt sich zurückführen auf die fünf Daseinsfaktoren. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie da die Bewegtheit reinkommt. Ja? Denn die Bewegtheit ist, wie gesagt, dasselbe, nur nicht unter dem Gesichtspunkt des Teils und des Ganzen, sondern unter dem Gesichtspunkt der Dynamik in der Existenz. Betrachten wir den ersten Daseinsfaktor Rupa, Form. Das entspricht Kaya Sankara. Nicht? Am besten lässt man oder lässt sich Form anhand des Körperlichen darstellen, der nichts als eine Bewegtheit ist, ein ständiger Umwandlungs- und Ernährungsprozess. Die Daseinsfaktoren 2 und 3, Gefühl und Wahrnehmung. Was ist das für eine Bewegtheit? Citta Sankara. Ja? Die Bewegung des Herzens kann man wie so ein Vulkan sich vorstellen, wo es dauernd nach oben blubbert. Nicht? Oben kommt Gas raus, kommt Lava raus, kommt irgendwas an Rauch raus und unten blubbert's. So ist die Bewegtheit des Herzens. Die kriegen wir gar nicht mit. Was wir mitkriegen, sind die Blasen, die oben als Welt- und Ich-Erlebnis auftauchen. Und dann haben wir Nummer 4, die Sankara, nicht? Was bei den fünf Daseinsfaktoren die Aktivität ist, haben wir hier auch als Vachi-Sankara, als das Denken, als das Anstreben, als das Wollen, als die Bewegtheit auf ein bestimmtes Erlebnis hin. Und der fünfte Daseinsfaktor, Vijnana, ja, der stützt sich doch auf alle vier anderen und wird von allen vier anderen sozusagen auch wieder als Ursprung genutzt. Langer Rede, kurzer Sinn, ich hätte mir das alles sparen können, aber langer Rede, kurzer Sinn ist folgendes. Gesamte empirische Wirklichkeit wird von dem Buddha als Prozess gezeigt, nicht? Als Vorgang, als Bewegung, als Bewegtheit. Nicht? Das Wort Dasein, das wir ja oft gebrauchen, ist unter diesem Gesichtspunkt eine grobe, grobe Irreführung. Nicht? Wir reden immer von Dasein, wir reden davon, dass die Dinge sind, bis sie kaputt gehen. Ja, aber so lange sind sie. Und der Buddha sagt hier, sie sind nie. Sie sind ja nie, weil sie ständig in diesem Prozess des Entstehens und Vergehens eingebunden sind. Und lustigerweise gibt es im Pali gar nicht so ein Wort wie Dasein. Da gibt es ein Wort, das heißt Bhava, und das heißt nichts anderes als Werden. Und was heißt denn Werden? Nicht? Neumann sagt an einer Stelle sehr schön, Werden zum Gewesensein. Das ist, was Realität eigentlich ausmacht. Bevor man merkt, dass die Dinge sind, sind sie längst schon wieder verschwunden. Und weil diese drei Sankara die gesamte Existenz abbilden, hat sie PD als die großen Sankara genannt. Groß deshalb, weil sie alles umfassen. Aber groß, aber nicht die einzigen. Das sind die großen, aber nicht die einzigen. Deshalb bin ich jetzt bei der zweiten Reihe schon, die euch vermutlich auch schon begegnet ist. Also eine andere Definition jetzt von Sankara. Es gibt Absicht,
auf sechs verschiedenen Gebieten. Absicht auf sichtbare Formen, auf hörbare Töne, auf riechbare Düfte, auf schmeckbare Säfte, auf tastbare Körper und auf Gedanken. Ihr habt gehört, was Sankhara sind. In dieser Definition sind Absichten. Und zwar Absichten in Bezug auf die sechs möglichen Erlebensfelder. Wenn man sich fragt, auf welchen Ebenen kann ich denn erleben, kommt es immer wieder nur zu sechs. Nicht? Ich kann Formen sehen. Und wo Formen sind, das heißt Gestaltetes, etwas Sichtbares, ist immer auch ein Wille da, der etwas sehen will. Die Absicht, über die Augen etwas zu genießen. Man kann vielleicht eine schöne Frau angucken wollen oder einen schönen Mann, je nachdem. Man kann sich ein Fußballspiel angucken, ein Krimi, eine schöne Landschaft oder Bilder im Museum. Das ist in jedem von uns drin, der Wille, etwas zu sehen. Und die zweite Erlebnisbahn ist das Hören. Da gibt es Hören, die Fähigkeit, Laute wahrzunehmen und hörbare Objekte. Und hier wird gesagt, es gibt immer auch ein Sankhara dabei, man will etwas hören. Man will entweder gelobt sein oder will Musik hören oder die Nachrichten hören oder das Gezwitscher der Vögel im Wald. Immer ist da ein Drang, Sankhara, eine Absicht nach Erleben. Dasselbe gilt für das Riechen. Da gibt es das Geruchsorgan, gibt es Düfte, die man aufnehmen kann und den Willen, etwas Angenehmes zu riechen. Den Kuchen da vorne, der duftet ja bis hierher, vermutlich. Ich rieche nichts, das ist mein Problem. Man kann Kaffee riechen wollen, irgendeinen Rosenduft oder was auch immer. Immer der Drang, Absicht auf einen Genuss durch dieses Riechorgan. Für den tastbaren Körper gilt es das Gleiche zu sagen. Da ist immer dieser physische Körper, die Haut, Hand, mit der man tasten kann und tastbare Objekte. Und man kann ein Tier streicheln beispielsweise, vielleicht auch die Frau kann man auch gelegentlich streicheln. Man kann den Wind auf der Haut spüren, immer dieser Drang, alles, was da erlebbar ist, auch in sich aufzunehmen. Und das Letzte ist das Weitgespannteste, das Größte, das ist das Denken, die Denkfähigkeit. Die Denkobjekte, das sind die Ideen und der Drang, mit seinem Geist irgendwas zu machen. Man hat ja sehr gern, dass man seine Zeit damit verbringt, darüber nachzudenken, wie es früher war, oder Pläne zu spinnen, wie es später mal sein wird oder sein soll, oder momentan Tagträume zu genießen. Ja. Ständig ist unser Geist gewillt, etwas zu tun, Weltbilder zu entwerfen, Lieblingsideen zu fixieren, Meinungen vor allen Dingen, Meinungen zu bilden und zu verteidigen. Nicht? Das sind sechs Arten von Intentionen, sechs Arten von Sankhara, die immer dieselbe Intention haben. Ich möchte das, was ich mir da denke, wünsche, auch tatsächlich erleben. Und diese sechs hat jeder von uns, wenngleich sicher auch unterschiedliche Schwerpunkte gibt. Der eine denkt lieber und der andere isst lieber oder tut lieber. Ja, so sind die Menschen gestrickt. Aber jeder hat diese Anteile mit mehr oder weniger unterschiedlichen Prozenten. Jetzt wieder die Frage, warum kommt der Buddha und erzählt uns das? Ist das jetzt was Neues? Ja, der verwirrt uns ja. Erst diese drei Sankhara, jetzt kommen die sechs Sankhara, sind schon neun. So viel kann man sich normalerweise schon gar nicht mehr merken. Warum diese sechs? Warum etwas Neues? Antwort, das ist gar nichts Neues. Denn die Hauptsache davon habe ich ja ganz am Anfang schon unter dem Gesichtspunkt Vachisankhara, sprich Aktivität des Geistes und der Sprache, besprochen. Denn diese Art von Sankhara heißt ja Wollen. Und hier bei diesen sechs geht es um nichts anderes als um das Wollen und das Anstreben. Nur, dass das jetzt aufgefächert ist auf die Art, die konkreten Art und Weisen, wie man Wollen verwirklichen kann. Nämlich über die sechs Sinnesorgane.
Organe über die sechs Willensfähigkeit. Seit Sankara als Absicht ist nichts anderes als die nähere Beschreibung von Vajrasankara und nichts Neues. Ich quäle euch noch mit einer dritten Aussage des Buddha. Da begeht einer Handlungen in Werken, in Worten und Gedanken. Habt ihr schon 100-mal gelesen. Da begeht einer Handlungen in Werken, in Worten und in Gedanken. Und was heißt im Pali Handlung? Sankara. Was sonst? Ja. Handlung ist das, was mit... Nein, ich sage es erstmal anders. Hier kommt eine neue Triade von Sankara ins Spiel, nämlich Tätigkeiten, die wir mit unserem Körper, mit unserer Sprache und mit unserem Geist tun. Vielleicht kommt euch das schon ein bisschen bekannt vor, aber es ist doch etwas anderes. Und zwar sind das die drei Arten, über die wir überhaupt nach außen aktiv werden können. Andere Möglichkeiten gibt es gar nicht, als zu denken, zu reden und zu handeln. Was ist körperliche Aktivität? Kaya Sankara ist jede Handlung, die wir mit dem Körper vollziehen. Also das Einwirken unseres physischen Körpers auf die physische Umwelt. Man kann eine Suppe kochen, man kann ein Haus bauen, man kann einen Brief schreiben, man kann jemanden umbringen. Passiert immer mit diesem Körper, den wir benutzen, um auf Materielles einzuwirken. Dann haben wir Aktion mit Rede. Das sind verlautbarte Worte, ausgesprochene Worte, also nicht nur gedachte Worte, sondern Worte, die man ausspricht, um mit anderen Menschen zu kommunizieren. Das ist die Art und Weise, wie wir uns austauschen, wie wir von unserem Geist auf den Geist anderer Menschen einwirken, indem wir sie zu irgendetwas animieren wollen. Und dabei sind Zunge, Lippen, Stimmbänder nur technische Hilfsmittel, ja, für diese sprachliche Aktivität. Und das Letzte sind Aktionen des Geistes, sind die Denkvorgänge. Denn alles, was ich nach außen tue, habe ich vorher bedacht. Ich überlege mir, was will ich machen, wie will ich es machen, wie kriege ich es hin, und wenn ich irgendwas tue, begleitet mein Geist das immer auch, mache ich es richtig, was steht als Nächstes an, was soll jetzt noch passieren. Also planen, kontrollieren und durchführen von Aktivitäten. Fragt man sich wieder, warum diese drei nochmal? Jetzt sind wir, glaube ich, bei 12 schon gelandet. Ja, 12 Sankara, geht's nicht einfacher. Warum wieder was Neues? Dieselbe Antwort wie vorhin. Das ist gar nichts Neues. Es geht wieder um Vajrasankara, um unser Wollen. Jetzt aber in Hinsicht darauf, wie dieses Wollen auch in die Tat umgesetzt wird. Ja? Denn wenn ich etwas will, heißt es ja noch lange nicht, dass ich das auch schon erlebe. Wenn ich irgendeine von den sechs Absichten verfolge, heißt es ja noch nicht, dass auch das Resultat eintritt. Und diese Art von Sankara, von denen ich eben spreche, ist nichts anderes wieder als die Konkretisierung von Vajrasankara in der Alltagshandlung nach außen. Konkretes Beispiel, dass ihr euch was vorstellen könnt. Also ich habe Hunger. Nee, der Harald hat Hunger. Das ist erstmal eine Wahrnehmung. Die ist da. Aus dieser Wahrnehmung kommt eine Absicht. Ich will essen. Und aus der Absicht kommt diese Sankara, über die wir jetzt reden, nämlich das Wirken nach außen. Das fängt im Kopf an, er fragt sich, wie kriege ich um die Zeit noch was zu essen? Pizza. Gedanken abgeschlossen. Das nächste ist Sprache. Telefon, hallo, können Sie mir die Nummer 9 bringen? Mit ein bisschen Salat, nicht zu wenig Empfehlungen. Sprache, abgeschlossen. Das nächste ist, es klingelt an der Tür, man macht die Tür auf, nimmt die Pizza, bezahlt, isst sie. So einfach ist die Welt. Das sind die sprachlichen Aktivitäten umgesetzt, die Wollensaktivitäten, die Wollensbewegungen umgesetzt in konkretes Handeln. Wichtig dabei, dass diese Art von Sankara, anders als die, die ich vorher genannt habe, nach außen wirken. Die anderen, die Vajrasankara, haben nach innen gewirkt, haben mich selbst sozusagen gestaltet. Und diese Art von Aktivitäten gestalten nun das Äußere. Wenn ich eine Pizza bestelle, steht die dann irgendwann da. So primitiv kann man das vielleicht sehen.
Diese drei Arten, nur um das zu ergänzen, sind ja Formen des Ergreifens. Und der Buddha sagt ja, alles, was wir ergreifen im wörtlichen und übertragenen Sinne, kehrt in unserem Leben wieder. Das heißt, diese Art von Sankhara bildet unsere Zukunft. Sie ist verantwortlich für das, was künftig als unser Erleben erscheint und dann in Connection kommt mit dem, was wir innerlich aus uns gemacht haben. Vierte Aussage, bisschen noch Geduld, etwas Geduld noch. Ja, eine vierte Aussage noch. Ich habe eben von den drei Handlungssträngen gesprochen, mit denen wir in die Welt hinein agieren. Und von denen sagt der Erwachte, dass die unterschiedliche Qualitäten haben, und zwar in Bezug auf ihre karmischen Auswirkungen. Denn nicht jede Tat hat erfreuliche Auswirkungen. Vier Arten von Taten habe ich mir selber offenbar gemacht, verwirklicht und erklärt. Welche vier sind es? Dunkle Tat, die dunkle Folge hat. Lichte Tat, die lichte Folge hat. Dunkel-lichte Tat, die dunkel-lichte Folge hat. Und es gibt weder dunkle noch lichte Tat, die weder dunkle noch lichte Folge hat, die zur Tatenversiegung führt. Jetzt haben wir es fast komplett. Warum spricht der Buddha darüber? Weil aus Bewegtheiten andere Bewegtheiten werden. Weil aus der Aktivität hier Ergebnisse dort werden. Und die Aktivitäten haben eine bestimmte Qualität, die sich auswirken auf die Qualität dessen, was ich erlebe. Und hier wird deutlich gesagt, und vier Kategorien, welche karmischen Qualitäten Aktivitäten haben können. Sie können hell sein, ein bildhafter Ausdruck dafür, dass man andere Menschen nicht belastet und beschwert mit seinem eigenen Tun. Diese Handlungen können dunkel sein, das heißt, dass sie andere Menschen belasten, ihnen das Leben schwer machen. Sie können gemischt sein, dass sie von beiden Qualitäten etwas haben. Und last not least, sie können auch die Qualität haben, dass sie andere Menschen weder belasten noch nicht belasten. Und hat er in Werken, in Worten und Gedanken beschwerhafte Handlungen begangen, so gelangt er in beschwerhafter Welt wieder zum Dasein. So empfangen ihn beschwerhafte Empfindungen. Und von beschwerhaften Empfindungen empfangen, fühlt er ein beschwerhaftes Gefühl. Also kommt nach dem Wirken des Wesens Widersein zustande. Was einer wirkt, lässt ihn Widersein. Damit hat das, was ich über Sankara gesagt habe, auch eine ethische Dimension und hat eine Dimension auch, die unsere eigene Zukunftsgestaltung und Zukunftserwartung betrifft. Und was das eigentlich Spannende dabei ist, ist die vierte Art von Aktivität, von Handlung, die der Buddha genannt hat, weder hell noch dunkel ist, sondern zur Tatauflösung führt. Und das ist das große Geheimnis der Existenz, weil wir alle nur die Handlungen kennen, die uns im Daseinskreislauf halten, die immer wieder zu neuer Zukunft, zu neuem Erlebnis führen. Aber keiner hat eine Sankhara genannt, oder keinen Sankhara genannt, der aus diesem Daseinskreislauf herausführt. Weder dunkle noch lichte Tat ist die, die weder dunkle noch lichte Folge hat. Es ist eine Tat, die zur Tatenversiegung führt. Das ist der wichtigste Punkt fast in der gesamten Buddha-Lehre, dass es eine Art von Aktivität gibt, nämlich die denkerische Aktivität, Vajjhisankhara, wo ein Umsteuern möglich ist. Normalerweise ist Denken immer darauf gerichtet, wie kann ich Empfindungen, Wollenstendenzen, die in mir aufkommen, wie kann ich die befriedigen? Nicht? Wie kann ich Durst, den ich empfinde, stillen? Wie kann ich mein Wollen durch Befriedigung zum Stillstand bringen? Das sind immer nur Formen des Ergreifens und sind immer nur Formen des Fortsetzen des Daseinskreislaufes, der Tretmühle. Wenn diese letzte
diese letzte Form von Aktivität die einzige ist, die einen auflösenden Charakter hat. Also diese Weichenstellung wird an dieser Stelle gezeigt, dass es möglich ist, von einem Sankara, der sonst nur Weichen, nein, der sonst nur Wiederholungstäter ist, so muss ich sagen, der das Ganze immer nur fortsetzt und erneuert, hier eine Möglichkeit eröffnet, ja, den Ausgang anzusteuern. Fortsetzung von Dukkha oder Auflösung von Dukkha, das ist die Alternative. Zum Schluss will ich das noch ein bisschen in ein Gleichnis oder in zwei Gleichnisse fassen, damit das Ganze ein bisschen, wie soll ich sagen, griffiger wird. Ich habe euch sehr mit Begrifflichkeit traktiert, aber es hat einen Sinn, warum der Buddha das macht. Ich will die Begrifflichkeit zunächst nur mal ein bisschen anschaulich machen und am Ende noch mal sagen, warum die ganze Betrachtung wichtig ist, warum das keine akademische Sache ist. Das eine ist eine Lehrrede, die M23 der Ameisenhügel. Dort wird das Gesamte, was ich jetzt dargestellt habe, in ein kurzes Gleichnis gebracht. Also der Mensch wird sozusagen in eine Metapher eingepackt. Da muss man sich vorstellen, eine Gottheit spricht zu einem Mönch, die unterhalten sich und er gibt ihm ein Rätsel auf. Und dieses Rätsel trägt der Mönch dann zu dem Buddha und erklärt ihn dann auf. Der Bhikkhu fragt den, was geht's, kriegt dieses Rätsel, kommt zu dem Buddha und lässt es sich erklären. Und Buddha sagt nun Folgendes. Bhikkhu, nein, ich muss erst den Satz vorher sagen, das Rätsel lautet so, Bhikkhu, Mönch, dieser Ameisenhaufen qualmt in der Nacht und am Tage steht er in Flammen. Was fängt man mit sowas an, wenn man hört, ja, da ist ein Ameisenhaufen und er qualmt tags und nachts qualmt er und am Tag steht er in Flammen. Also der Buddha muss es lösen. Sagt er Folgendes. Der Ameisenhaufen ist ein Symbol für diesen Körper, der sich aus den vier großen Elementen zusammensetzt, von Mutter und Vater gezeugt wurde, mittels gekochtem Reis und Brot aufgebaut wurde und der Vergänglichkeit, der Abnutzung und dem Abrieb, der Auflösung und dem Verfall unterworfen ist. Also der Körper ist ein Ameisenhaufen. Das Nachdenken und Nachsinnen in der Nacht auf den Handlungen des Tages beruhend, das ist das Qualmen in der Nacht. Die Handlungen, die man während des Tages mit Körper, Sprache und Geist begeht, nach dem Nachdenken und Nachsinnen in der Nacht, das ist das in Flammen stehen am Tag. Ihr habt es alle mitgekriegt, das ist schön, ihr nickt alles so schön. Alles, was ich vorher gesagt habe, ist in diesem Bild zusammengefasst. Man kann sagen, der Mensch ist nichts anderes als ein dreifaches Bewegtsein, ein dreifaches Pulsieren, ein dreifaches Oszillieren. Nehmen wir den Ameisenhaufen, das ist der Körper. Wenn man da mal hinguckt, nicht in den Spiegel guckt, aber mal so in sich hineinfühlt, wird man unmittelbar merken, dass der Körper wirklich ein Ameisenhaufen ist. Da ist ständig irgendwas los, ständig rumort es, ständig sind da Aktivitäten, sichtbare Bewegungen, aber auch Empfindungen, die kommen und gehen. Es sind wirklich brodelnde Vorgänge ohne Unterlass. Dann wird gesagt, der Mensch qualmt in der Nacht. Nacht heißt, das ist eine stille Zeit, wo man mehr für sich ist, also wo die äußeren Aktivitäten mal zur Ruhe gekommen sind, wo man Pläne macht. Was wird denn aus meinem Leben? Was will ich eigentlich? Was ist denn wirklich wichtig? Wo soll es denn mal hingehen? Wo man Werte überdenkt, wo man Ziele überlegt, wo man sich Motivationen ausdenkt, womit man sein Leben steuert. Und das, was in diesen stillen Stunden gedacht wird, was da qualmt, das flammt am Tage. Weil das, was ich gestern Abend überlegt habe, will ich heute früh umsetzen. Das sind die dann körperlichen, geistigen, sprachlichen Aktivitäten, die nach außen drängen. Und meine Behauptung ist, dass in jeder Lebenssituation, in jeder einzelnen Lebenssituation, alle die Sankara, die ich so begrifflich aufgeführt habe, alle vorkommen, wir nur gar nicht merken, dass sie vorkommen. Und das will ich an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben ja jetzt Urlaubszeit und wer noch nicht gebucht hat, ist spätestens jetzt dabei,
sich Überlegungen zu machen, was mache ich denn im Sommer oder im Winter. Das sieht folgendermaßen aus. Man sitzt da, hat einen Katalog in der Hand, das sind die altmodischen, oder man sitzt vorm PC und klickt sich da irgendwas an. Ich überlege, wo ich in Urlaub hinfahre. Ich entscheide, wo ich hinfahre und ich buche. Das sind die üblichen Muster, wie wir uns in unser Leben wahrnehmen. Und jetzt kommt der Buddha und sagt, leg doch mal den Schalter um und analysiere genau diese Situation, nicht unter dem Gesichtspunkt, ich hier, Welt dort und ich agiere in dieser Welt, sondern guck doch mal nach den Bewegungen, nach den Bewegtheiten, die sich da abspielen. Kommen wir zu den drei großen Sankhara. Das fängt mit der körperlichen Bewegtheit an. Die nehmen wir in diesem Zusammenhang gar nicht wahr, aber wäre nicht dieser Körperprozess, wäre nicht das funktionsfähige Auge, wäre nicht die körperliche Energie da, könnten wir weder uns was anschauen mit dem Auge, noch irgendwas klicken, noch irgendwie sonst was tun. Nicht? Also der Körper ist überhaupt die Voraussetzung, dass wir in dieser Welt agieren können. Die sprachliche Gestaltung ist genauso da. Wir überlegen nämlich, was wäre das Beste für mich? Ja? Wo könnte ich denn mal hinfahren? Was wäre interessant? Was kann ich mir leisten? Worüber würden sich die Nachbarn ärgern, wenn sie erfahren, dass ich da hinfahre? All diese Dinge. Und schließlich entscheidet man sich, ich fahre dort und dorthin. Und wenn man entschieden hat, hat man die nächsten Wochen Zeit, sich vorzustellen, na, das wird schön, wenn ich am Strand auf und ab gehe oder wenn ich das und das mache und abends Sonnenuntergang betrachte oder was auch immer. Das ist diese zweite Art von Denken, mit der man sich auseinandersetzt. Und was am allerwenigsten festgestellt wird, das ist die Herzgestaltung. Die nehmen wir gar nicht wahr, weil wir Ich und Welt immer als gegebene Realitäten ansehen, während sie doch in Wirklichkeiten Gestaltungen unseres Herzens sind. Ob es nämlich Reiseziele gibt, ob ich da hinfahren kann, ob diese Realität überhaupt möglich und realisierbar ist, das ist abhängig nicht von einer objektiven Welt, wie wir wissen, sondern abhängig davon, dass das Citta ständig Ich- und Weltbilder produziert. Wäre das nicht da, dann würden alle Details, mit denen wir uns beschäftigen, würden da gar keine Rolle spielen. Also wir sehen das in diesem primitiven Beispiel, das gilt für alle anderen auch, die drei großen Gestaltungen, körperlich, sprachlich und Herzgestaltung, alle vorhanden sind. Fragen wir nach den sechs Absichten. Ich habe ja gesagt, dass Sankhara auch sich sechsfach äußert in sechs unterschiedlichen Willensrichtungen. Da kommen wir wieder auf die Reise zurück. Eine Reise ist ja kein Selbstzweck. Nicht, dass man einfach nur irgendwo hinfährt. Auf einer Reise will man doch etwas erleben. Und was will man erleben? Man will was sehen. Entweder die Wogen am Strand oder die Menschen, die da auf und ab wandern oder die Landschaften oder die Theaterstücke, die da aufgeführt werden. Man will was sehen. Man will auch was hören, vielleicht Musik, die da landestypisch ist. Ja. Man will auch was riechen, Meerluft war das Beispiel vorhin. Oder wie riecht eine Paella überhaupt? Ach so, riecht die. Oder die 1000 Düfte des Orients. Man hat immer mit einer solchen Reise die Absicht verbunden, etwas zu riechen. Zu schmecken ohnehin. Wer fährt in Urlaub und nimmt sein Butterbrot von zu Hause mit? Man will was Gutes essen. Ja, man will auch fühlen, man will irgendwas tasten, wenn es die Wellen sind am Meer, wenn man sich im Strand rumwälzt und, und. Lange Rede, kurzer Sinn, auch in diesem Urlaubskontext spielen die Sankhara als Absichten eine Rolle. Bleiben noch die kleinen Sankhara, die diesen Wunsch, ich möchte verreisen, in die Tat umsetzen. Das ist ja dann auch erst nochmal möglich. Erst bin ich ja dabei, Pläne zu schmieden. Aber das soll sich ja konkretisieren. Und wie geschieht das? Ja, man spricht erstmal über das Ziel mit seiner Frau. Wo willst denn du eigentlich hin? Ja, ob sich das koordinieren lässt.
Man guckt einen Terminkalender, ob man freie Zeit hat. Man verabredet mit seinem Vorgesetzten, ob man Urlaub kriegt und all diese Dinge. Man redet mit dem Reisebüro und bestellt irgendwas. Ja? Also man denkt nach, bespricht das und dann packt man die Koffer und fährt los. Und das Allerletzte, das ist auch entscheidend, ja, sollte man nicht unterschätzen, das ist der karmische Aspekt dabei. Ob mir nämlich der Urlaub gelingt, ob ich mir einen leisten kann, hängt sehr von meinen früher gewirkten Sankhara ab, von dem, was ich früher an positiven oder negativen Dingen mir geschaffen habe. Es kann sein, dass ich nach Südamerika fahren will, wie Wolfgang, aber es mir nicht leisten kann. Es kann sein, dass ich dahin fahren will, aber meine Frau sagt, ohne mich, dann hast du die Scheidung, ich will nach Tirol. Und ob das vor Ort gelingt, ist auch eine Frage meines Karma. Ob ich irgendwo hinkomme, es ist nur Wetter, oder ob die Sonne scheint, alles ist okay. Und selbst für künftige Zeiten ist das wichtig, wie mein Karma aussieht. Es ist ein Unterschied, ob ich mir die Akropolis beispielsweise nur betrachte oder ob ich ein Stück einstecke davon. Ja, das könnte sich auf künftige Urlauber auswirken. Ja, das war lang, aber im Grunde war in diesem Beispiel all das drin, was an Bewegtheiten existiert. Nur, wir kriegen all das nicht mit. Und jetzt komme ich zu dem Praktischen. Ihr habt euch vielleicht gefragt, warum redet der jetzt eine Stunde lang über alle möglichen Begriffe, über alle möglichen Schattierungen von Sankhara, was mich im Grunde gar nicht interessiert. Und ich habe mir selbst die Frage gestellt, muss man das alles wissen? Muss man das vielleicht sogar erklären können? Und ich kann euch eine eindeutige Antwort geben. Nein, muss man gar nicht. Wenn es einen nicht gerade interessiert. Es gibt ja Leute, die wollen einfach in die Details hineingehen. Also man muss das nicht alles wissen, man muss das nicht alles reproduzieren können, aber es kommt darauf an, dass man die Hauptbotschaft versteht. Und die Hauptbotschaft ist, die Dinge sind nicht, die Dinge rieseln, sie fließen, sie sind nur Prozesse, sie sind nur Vorgänge, nicht mehr und nicht weniger. Das ist die Botschaft. Und deshalb hat sich der Buddha auch Mühe gegeben, an vielen unterschiedlichen Ecken und Ansatzpunkten zu zeigen, von wo ihr auch immer hinguckt, es bleiben am Ende nur Sankhara übrig, nur Bewegtheiten übrig. Und jetzt kommt das Letzte. Das ist auch nicht uninteressant, diese Unterscheidung zu machen. Es ist ein Unterschied, ob ich von der Vergänglichkeit weiß oder ob ich sie mir anschaue. Nicht? Ob ich über Sankhara reden kann oder ob ich die Sankhara in meinem Leben wiederfinden kann. Und das ist eigentlich die zweite Hauptbotschaft des Tages. Nicht nur zu wissen, Existenz ist nichts anderes als Bewegtheit, sondern die zweite Botschaft, die zweite Hauptbotschaft ist, guckt hin, dass das auch so ist. Heißt, macht diese Erkenntnis über die Sankhara zu einer Übung. Ich habe das an zwei Beispielen deutlich gemacht, wo man es machen kann. Nicht? Das eine, Körper, das mache ich ab und zu, dass ich mich einfach mal hinsetze, nur eine 2 Sekunden mal gucke, was passiert da und merke, dass das wirklich ein Ameisenhaufen ist. Wer ein bisschen Körpergespür entwickelt, das kann man in der Meditation ganz gut entwickeln, der merkt, dieser Körper ist ein Ameisenhaufen. Ne? Man ist nur meistens abgelenkt und kriegt das gar nicht so mit, man kriegt es nur mit, wenn es irgendwo wirklich wehtut. Aber dass selbst in einem Zustand, wo man sagen würde, ich bin gesund und wohlauf, da nichts als ein Ameisenhaufen ist, der den ganzen Tag 24 Stunden nur pulsiert und rebelliert, das kriegt man nicht mit. Und bei dem Urlaubsbeispiel habe ich das auch aufgezeigt. Das gilt für alle anderen Lebenssituationen auch. Da sind immer diese 12 Sankhara beteiligt, in welcher Momentaufnahme auch immer zu fassen, ist völlig egal. Sie sind immer da. Das wäre ja die zweite, wie gesagt, Hauptbotschaft, dass man nicht nur darüber theoretisiert. Man kann sich das mal anhören und kann sagen, oh, die Quintessenz habe ich mir gemerkt. Und jetzt geht es darum, dass ich das auch im Leben wiederfinde.
Denn, und jetzt komme ich wirklich zum Schluss, diese Übung hat ja Konsequenzen. Der Buddha lehrt nicht nur für den Kopf, der lehrt immer für praktische Konsequenzen. Und die sieht wie folgt aus. Wenn ihr zurückdenkt an die drei Treffen, die wir vorher hatten, haben wir aus verschiedenen Gesichtspunkten über Anicca gesprochen. Und im Grunde war die Betrachtung heute nur eine weitere Variante über Anicca. Nur wieder anders betrachtet, in einer anderen Färbung. Und was hat Anicca-Betrachtung für Konsequenz? Jeder Mensch sucht instinktiv das Dauerhafte, das Sichere, das, wo er in Frieden sich niederlassen kann. Und er findet es eben nirgends im Bedingten, weil all das rieselt oder, wie heute dargestellt, Bewegtheit. Heißt auf Deutsch, wenn man die Dinge als Bewegtheiten sieht, wenn man alle Dinge als Bewegtheiten sieht, dann weiß man von allen Dingen, dort kann ich nicht finden, was ich suche. Das ist nicht das Heile. Und wenn man die Dinge als nicht das Heile sieht, nicht weiß, sondern sieht, dann kann man Abstand davon nehmen. Sicher nicht von heute auf morgen bei allem, aber graduell. Denn was ich durchschaue als untauglich, weil vergänglich, das lasse ich auf Dauer los. Das war auch mein letztes Wort.